Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte das schon immer mal machen. Eigentlich haben wir nur deshalb diesen Hund. Und nun ja. Nun, heute geht es um die... Ja, ich lass dich gleich runter. Fein. Oh Gott. Denn heute geht es um dieses Objektiv. Das ist... Ich hab nichts mehr. Das willst du nicht. Das wollen die. Heute geht es um das Sigma 56mm f1.4 von der Contemporary-Serie. Und... Nun ja, was soll ich sagen? Es ist ein richtig geiles Objektiv. Nun, wenn wir über das Objektiv reden, eines der Sachen, die als erstes auffällt, ist, dass es sich unglaublich gut anfühlt. Es wiegt nur 280 Gramm, ist relativ kompakt und nun ja, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Also echt hochwertig verarbeitet und der Fokusring läuft wirklich perfekt. Man kann es nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz ist es ein elektrischer Fokusring. Dementsprechend fokussiert es sich anders als auf alten manuellen Vintage-Objektiven. Nun, aber wie sieht das Bild aus, welches durch das Objektiv kommt? Es ist ein 56mm Objektiv, aber es ist eben für APS-C bzw. Micro Four Thirds Kameras ausgerichtet. Dementsprechend muss man jedes Mal noch den Crop-Faktor hinzurechnen. Bei meiner Sony-Kamera ist das eben ein Crop-Faktor von 1,5. Dementsprechend kommen hier eben 84mm am Ende raus. Und bei 84mm klingelt bei vielen Fotografen eine Glocke, denn 85mm sind eigentlich so die perfekte Porträtfotografie-Brennweite und genau das ist das Objektiv eben auch. Aber dazu kommen wir später mehr. Die andere Sache ist, dass dadurch, dass es eine Blende von 1,4 hat, ist es wirklich sehr lichtstark. Und die andere Sache ist, wie eben bei den ganzen anderen Contemporary-Objektiven von Sigma, ist das Bokeh super weich. Es ist wirklich sehr, sehr schön und selber das Bild ist auch unglaublich kontrastvoll. Deshalb kommt eben ein sehr moderner Look durch das Objektiv, was man eben mag oder eben auch nicht. Der Autofokus ist beim Objektiv sehr, sehr schnell, was man eigentlich auch von Sigma gewohnt ist. Ich habe das Ganze jetzt auf der A6500 getestet, welche ich auch mal da verlinkt habe in einem Review. Und nun ja, ich muss sagen, schneller als das bräuchte ich nicht. Vielleicht nicht perfekt für Sport, aber gerade für Hochzeitsfotografien oder sonstiges, um den richtigen Moment einzufangen, hat es mir immer gereicht. Als nächstes kommen wir zur Bildqualität bzw. auch zum Schärfetest. Wie knackig ist das Bild? Nun, es ist sehr knackig. Das Objektiv hat einen starken Kontrast und auch der Detailreichtum gerade in der Mitte vom Bild ist wirklich absolut okay. Gerade bei der Blende f1.4 ist es in der Mitte für 1.4 noch relativ gut. Nach außen hin wird es ein bisschen weicher. Schließt man die Blende jedoch ein wenig, dann wird es immer besser. Bei 2.0 ist es schon wirklich gut und gerade gegen f4.0 wird es dann über das ganze Bild eigentlich knackig scharf. Nun und wie ich bereits anfangs sagte, 56mm bzw. bei mir umgerechnet 84mm ist eine super Brennweite für Porträts und genau dafür benutze ich es meistens. Ich fotografiere damit Jamie, unseren Hund, ich fotografiere Laura sehr viel damit und ich muss sagen, ich bin jedes Mal immer wieder überrascht, wie gut es aussieht. Ich würde sogar sagen, es ist fast ein bisschen zu einfach, damit richtig gute Bilder hinzubekommen. Deshalb gerade in der Fotografie benutze ich es sehr viel für Porträts, überwiegend eigentlich für Porträts und eben auch Detailaufnahmen, wenn man zum Beispiel jemanden über die Schulter schaut und man will nur ein kleines Segment raus. Denn es ist eigentlich ab 85mm ist es ein leichtes Teleobjektiv. Auf einer Micro Four Thirds Kamera ist es dementsprechend noch ein krasseres Teleobjektiv. Und damit kann man schon sehr, sehr cool arbeiten. Dadurch, dass ich hauptsächlich nur noch Videos drehe, würde ich aber auch sagen, dass ich das Objektiv viel, viel mehr für Bilder benutze als manch andere Objektive. Denn es ist einfach ein Objektiv, das haut man auf die Kamera und fast jeder Shot sieht gut aus. Deshalb benutze ich es wirklich viel beim Reisen, wenn man irgendwie Street Photography oder sowas macht. Oder eben auch, um bei einem Event, wie zum Beispiel, wenn die Family zusammenkommt, da eben auch Detailaufnahmen von Leuten zu machen, um Emotionen einzufangen. Und ich benutze es viel weniger für Videos. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr scharfes und sehr, sehr gutes Objektiv mit einem schnellen Autofokus. Also kann man es auch für viele Videoaufnahmen benutzen. Ich persönlich bin bloß kein großer Fan von solchen Close-ups von den Gesichtern für Videos. Klar findet man das in vielen Serien und auch in vielen Filmen, aber das ist jetzt einfach nicht das, was ich normal filme. Würde ich aber eine Reportage zum Beispiel filmen und ich würde wirklich die Emotionen von Leuten einfangen wollen, dann würde ich wahrscheinlich das Objektiv nehmen. Hinzu kommt eben auch, dass das Objektiv einen sehr, sehr modernen Look hat, was eigentlich ganz cool ist, aber auch ein wenig schade, da einfach viele Vintage-Objektive sehr viel Charakter haben. Falls ihr euch mal für Vintage-Objektive interessiert, ich habe es euch da mal verlinkt, habe ich auch ein ganzes Video dazu gemacht.
Nun ja, und jetzt die große Frage, für wen ist das Objektiv? Eigentlich für jeden, der mehr als 50 mm haben will. 50 mm ist so ein bisschen das, was wir eigentlich normal mit unserem Auge sehen und wirkt oft ein bisschen langweilig. Und 85 mm, nun ja, das ist einfach nochmal was anderes. Man kann wirklich die Person vom Hintergrund separieren und was man auch machen kann, ist Beziehungen zwischen dem Hintergrund und der Person herstellen, da plötzlich der Hintergrund eben näher erscheint als bei einem Weitwinkelobjektiv. Das ist eine unglaublich coole Sache beim Objektiv. Ansonsten, gerade für Porträts ist es perfekt, für Street Photography ist es meiner Meinung nach auch perfekt und eben auch für Detailaufnahmen. Für diese ganzen Sachen, ob Fotografie oder Videografie, ist es meiner Meinung nach relativ gleichwertig. Das Einzige, was man bedenken muss, ist einmal der Preis von 390 Euro, was für so ein Objektiv aber wirklich sehr, sehr billig ist, meiner Meinung nach. Und die andere Sache ist eben der sehr moderne Look, den man eben für manche Sachen braucht und für manche eben nicht. Falls ihr anderer Meinung seid bei dem Objektiv, falls es euch unglaublich gefällt oder eben überhaupt nicht gefällt, dann schreibt es runter in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten lasst auch gerne ein Abo oder ein Like da und wir sehen uns nächste Woche. Peace, Leute!